Hey Friends, du kommst bestimmt von meinem Puppet Fidget Toys Games Hacks und More Buch. Ich verlinke dir das mal unten in der Infobox und werde dir jetzt zeigen, wie wir Puppet Eiswürfel selber machen können oder Slush-Eis. Du brauchst erstmal ganz normales Wasser, also so aus dem Wasserhahn. Du kannst aber auch Lebensmittelfarbe reinmachen. Das Coole ist, dann hast du bunte Eiswürfel. Guck mal, das sieht richtig cool aus. Und es ist nicht so langweilig, wie wenn du normales Wasser nimmst. Das gebe ich jetzt vorsichtig in die Puppet-Öffnungen rein. Oh mein Gott, sieht es cool aus? Du kannst auch eine Spritze nehmen, damit geht es sogar noch besser. Die kriegst du übrigens für, weiß ich nicht, ein paar Cent in der Apotheke. Da geht nichts daneben. Das Ganze tun wir jetzt in den Gefrierschrank, machen es zu, nehmen unseren Burgerfleisch. Eine Stunde später. Und eine Stunde später ist es fertig. Oh mein Gott, ist das cool. Schaut mal, das Eis ist jetzt komplett geschmolzen und jetzt haben wir wirklich kleine Eiswürfelchen. Die kannst du jetzt rausploppen. Ah, das ist einfach weggesprungen. Wir machen die Eiswürfel jetzt einfach raus in ein Schälchen. Jetzt hast du mega viele Eiswürfel. Ey, das ist so cool. Gerade für den Sommer, wenn du Eiswürfel brauchst, kannst du dir selber machen mit deinem Puppet. Wenn du Bock hast, kannst du sogar Fruchtsäfte einfrieren. Und wenn du alles in dein Glas reingibst, dann hast du Slushy. Als ich es in mein Glas gegeben habe, ist mein Fell passiert. Mir ist einfach das Glas umgefallen. Gott sei Dank war es nicht so voll, ne? Und so sieht das Ganze aus. Bei mir ist sowieso immer Highlight in meinen Gläsern. Du siehst, ich habe hier nicht nur die Eiswürfel drin, sondern auch noch viele andere Eiswürfel. Weil ich es einfach cool finde, wenn so ein Glas einfach richtig bunt und voll ist. Ich hoffe, dir hat der Puppet Lifehack gefallen. Und wenn du Bock hast, abonniere meinen Kanal. Tschüssi, Müsli.